Hallo, herzlich willkommen zurück, ne? Ich habe lange gesucht und ich bin eigentlich so doof. Es gibt das Tarnen hier, ne? Und schon tragen wir die Maske. Was ich jetzt eins für gegoogelt habe, ihr wollt es gar nicht wissen. Aber naja, so ist es nun mal. Dumm wie Stroh. Endlich bist du gekommen. Vor Tagen schon kündete eine Wolke von deiner Ankunft mit Regen, der nach Sonne duftete. Doch welche Art Wesen bist du unter Pferd und Knochen? Aus dem Reich der Feen vielleicht? Ich weiß, du darfst es nicht sagen. Ich dränge nicht weiter. Was du auch sein magst, nun, da du hier bist, kann das Ritual beginnen. Doch die Strohmänner müssen dich mit Funken ankündigen. Entzünde den Himmel, um neu zu beginnen, hier am Totenbett der Jahreszeit. Bis dahin erwarte ich dich lobpreisend da unten im Tal. Der hat wohl eine an der Waffel. So, eine Fackel hier, dann müssen wir hier... Ich sagte, dass die beiden Männer mich mit Funken ankündigen müssen. Vielleicht sollte ich sie anzünden. So, können wir die? Können wir das? Können wir ja, das? Ein zweiter stimmt ein. Ach, da hinten gibt es noch einen. Oh. Ein weiterer. Und da hinten noch einer. Ich glaube, dann wären wir soweit, ne? So. Möge es ein wildes Kreischen werden. Noch einer, noch einer. Mehr als vier? Hier hinten gibt's keiner, oder? Da unten ist aus Stein. Ach da, ja toll. Ich hab gar nicht gesehen, dass hier noch einer ist. Also das ist ja mal... Sie brüllen, hörst du sie? Ein Meer aus Feuerstimmen. Das sollte der letzte sein. Zurück zum Droiden. So, wir sollen mit ihm... sprechen. Sprich zu mir, oh Wind! Ich bin gekommen, dir eine Frage zu stellen. Etwas an deinem Verhalten und deiner körperlichen Form lässt mich zweifeln. Bist du wahrlich ein Geist des Lichts? Ich bin ein Geist wie jeder andere. Dann beweise es. Du musst die tiefen Geheimnisse der Anderwelt kennen, bevor ich dir helfen kann. Nenn mir die richtige Verwendung von Zaubern. Wie du willst. Sprich deine Rätsel. Mann und Frau sind aus Erde, aus Wasser und Wind. Welcher Zauber lässt die Erde verklumpen, das Wasser vertrocknen und hält den Wind an? Mann und Frau sind aus Erde, aus Wasser und Wind. Welcher Zauber lässt die Erde verklumpen, das Wasser vertrocknen und hält den Wind an. Gib mir etwas Zeit für die Antwort. Bist du ein Geist der Dunkelheit? Wenn dem nicht so ist, komm wieder und versuche es erneut. Worum bittet er dann nur? Es muss Kleinode in seinem Haus geben, die mir helfen. Also der Typ ist nicht mehr ganz 100. Aber yo, wir suchen mal nach Dingen. Ein Strick zum Erhängen, ein Messer und das Fläschchen riecht nach Gift. Drei Arten zu töten. Es stirbt Herrscher und Volk am dreifachen Tod. Der Galgenstrick bringt Atemnot. Es wirft dich zu Boden des Messers Mut. Trink aus dem Brunnen, dann hustest du Blut.
zwei Schöpflöffel aus einem Zweig. Die Rillen passen zueinander. Die Sonne geht unter, der Mond schwebt frei. Zwei wird eins und eins wird zwei. Der Tag bricht an, voll Arbeit und Mühe. Der Abend kommt, sie teilen die Brühe. Ein weiteres Jahr früher Blüte. Hast du sie von deiner Seite her entsandt, da ich immer schon wahrsagen konnte, sehe ich, dass die Götter für dich eine gebannte Zuhörerschaft bilden. Stiefelchen hatte wieder einen guten Wurf. Bald sind wir so reich an Katzen wie einst an Liebe zueinander. Schlafe sanft, mein Lieblingstier. Oh je. Zwei Schöpflöffel aus einem Zweig. Die Rillen passen zueinander. Haben wir hier noch irgendetwas? So, sind wir da oben. Perfecto Missimo. Licht haben wir auch. Okay, da oben ist echt nichts. Haben wir hinten oder hier hinten irgendwas noch ver... Au. Dieser Dolch liegt falsch herum. Ritualdolch. Aufrechte Klinge entfesselt, was war. Ringsherum wird ein Kreis offenbar. Und im Kreis, wenn ganz früh der Morgentau rinnt, kommt der Tod zum Alten. Das Neue beginnt. Das haben wir da gefunden hier unten, ne? Zwei Schöpflöffel aus einem Zweig. Die Rillen passen zueinander. Ist die Dame des Rätsels Lösung? Also unter anderem, oder bin ich jetzt gerade doof? Weil hier haben wir ja den Opal gefunden. Das Abbild einer Frau, Habren, beobachtet mich vom Wasser her. Der lange Fluss fließt wie ihr rotlockendes Haar. Sie spielt hier am Ufer. Das Wasser ist klar. Und droht einer Jungfrau im Umland Gefahr, schenkt Habren ihr Liebe, nimmt sie in Gewahr. Kommen vielleicht von hier. Okay, nee. Müssen wir irgendwie noch weiter. Das funktioniert. Tungstenbarren. Okay, da haben wir noch etwas noch übersehen irgendwo, ne? Da hängt auf jeden Fall auch noch was im Busche. Ihre Münder stehen offen, als hätten sie Geheimnisse herausgeschrien. Künde mir Freud von deinem Bund, der nie bricht. Künde mir Freud von dieser Reise ins Licht. Sprich doch zu mir, es ist alles, was zählt. Sprich zu mir, auch wenn die Zunge dir fehlt. Mit Eivor spricht er vielleicht nicht, aber möglicherweise mit... Sprich zu mir, oh Wind! Hast du nun zu dir gefunden? Wenn du ein Geist des Lichts bist, beantworte mir dies. Mann und Frau sind aus Erde, aus Wasser und Wind. Welcher Zauber lässt die Erde verklumpen, das Wasser vertrocknen und hält den Wind an?
Haben wir Auswahlmöglichkeiten? Der dreifache Tod hält den Lebenswind an, bringt deinen Körper zurück zur Erde und vergiftet das Wasser. Der dreifache Tod ist der Zauber. Welcher Zauber vereint Seelen? Der Zauber des Doppellöffels. Ja, so kann ein vermähltes Paar gemeinsam Brühe speisen. Welcher Zauber ist es, der den Toten Sprache verleiht? Der Seelenschädelzauber ruft Stimmen aus dem Totenreich. Auf diese Art spreche ich mit lang verstorbenen Druiden, aber natürlich ist dir das als Geist bekannt. Du bist ein Geist des Lichts. Gepriesen sei Mabon. Hättest du gern etwas Brot und Sahne? Nein, nur die Antwort auf eine Frage. Dieser Kräuterbeutel kam in den Händen eines Fremden nach Gloucester. Kennst du ihn? Ja, etwas, um ihm Schlaf zu bringen. Ich füllte jenen Beutel und bei einem Löwenzahnwein sprach er selig von seiner Heimat. Kut Ladron. Kut Ladron? Wohlan. Ich danke dir, Halwyn. Doch nun habe ich andere an diesem Erntemond zu besuchen. Geh hin mit dem Wind und den Blättern, gute Freundin der Hügel. Der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank, ne? Komischer Name. Modron müsste bei den Steinen in der Nähe auf mich warten. 300 Meter in diese Richtung. Okay, perfekt. Dann nehmen wir die Tarnung wieder weg. Das bringt sowieso nichts mit dem... Mit einem Kollegen, der ist eh durch, das kriegen wir so nicht mehr hin. Der gestohlene König. Jetzt sind schon Könige weg. Oha. Wie kommt denn das zustande, dass jetzt plötzlich Könige weg sind? Ich frag mich erst gar nicht recht. Naja. 250 Meter, das kriegen wir offenbar noch hin. Das soll doch kein Problem werden. So, 2 Minuten habe ich noch, dann muss ich weg. Ist ja eigentlich logisch. Oh, da hinten. Zeig es mir. Da hinten bei den Steinen, die halt aufeinander liegen. Steine, die aufeinander liegen, müssen wir finden, gehen und suchen. Da vorne sehe ich Modron. Ja, weiße, ne? Welches Ausmaß nimmt die Suche nach mir an? Groß genug, dass du besser im Umland bleibst und diese Verkleidung trägst. Aber Tudors Leiche wurde bisher nicht gefunden. Die Nacht war voll freudiger Trinkgelage. Ich erinnere mich an wenig, doch hatte ich keinen Streit mit Tudor. Erdauerlich. Was könntest du von Harwin erfahren? Er gab einem Mann aus Kut Ladron Kräuter. Sein Name ist Gwilym. Tudor und ich tranken mit ihm. Kut Ladron ist der welsche Name eines Diebesnests. Es liegt westlich von hier auf einem Hügel. Ich kann dich hinführen. Ich schulde dir viel für deine Hilfe. Du hättest mir nicht trauen müssen. Tudors Schicksal betrifft auch mich. Diese Entwicklung ist beunruhigend und ich hoffe, ihr auf den Grund zu gehen. Wir brauchen noch einen Moment. Ich möchte mir diese heiligen Steine ansehen, bevor wir aufbrechen. Die alten Götter flüstern in diesen Steinen. Ich selbst habe viele ihrer Geheimnisse erfahren. Sag mir, wenn du bereit bist. Auf jeden Fall. Nee, hier oben, das bringt so nichts. Oder muss ich hier was anderes tun? Auf der anderen Seite gibt es das auch. Okay.
Warte mal kurz, hier ist was. Sei willkommen, du neugieriges Kind Gottes. Ich bin Brenin von Irland und durch Glanz und Klang haben diese Steine zu mir gesprochen. Hier fand ich seine Zeichen und eine zweite Stimme sprach zu mir. Erhabener denn je. So höre, was ich im Gebete lernen konnte. Vor langer Zeit herrschte ein großer, verheerender Krieg unter den Abkömmlingen der Götter, die vor der Sintflut lebten. Ich bete für diese rebellischen Engel, die vor uns kamen. Wir müssen also... Kann ich das irgendwie... Hier sind sie auch. Das ist hier nur einer. Ich habe das Gefühl, die verschieben sich irgendwie. Weil mein Controller vibriert auch. Hier stehen. Sehen wir nichts. Gibt's ganz viele von den Dingern, ne? Es wäre fast gewesen, ne? Ich bin gerade hier ein bisschen am Zweifeln, ne, an mir selbst. Aber ich glaube, wir werden uns dann das Ganze in der nächsten Runde anschauen. Wie und wo und was ist am besten und keine Ahnung. Irgendwie werden wir es dann hinkriegen, aber... Wie, das lasse ich mir irgendwie noch auf der Zunge zergehen. Es braucht auch nicht viel. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's. Wir sehen uns. Bis dann.